In den letzten 20 Jahren haben wir viele Bürgerbeteiligungsprojekte bei der Planung und Umsetzung begleitet. Der Windpark Mundafing ist für uns aber etwas ganz Besonderes. Die Bevölkerung hat hier ein klares Zeichen für die Energiewende und für Klimaschutz gesetzt. Denn davon sind wir überzeugt, dass Gemeinden, die aus Luft sauberen Strom produzieren können, denen gehört die Zukunft. Das Besondere am Standort der Mundafing ist, dass der Windpark nicht nur vor unserer eigenen Haustür errichtet wird, sondern auch, dass es sich um einen Waldstandort handelt. Darum war uns bei der Planung vor allem wichtig, dass die Eingriffe in die Natur so gering wie möglich sind und dass wir so wenig wie möglich roden müssen. Das ist ein Wahnsinn, was die da leisten. Ich finde das sinnvoller Windkraftanlage als ein Atomkraftwerk. Mir gefällt es, dass es in Mundafing einen eigenen Windpark mit Bürgerbeteiligung gibt. Und das ist sicher ein sehr guter Beitrag für die Energiewende, zur Stromversorgung für uns und die nächsten Generationen. Also für mich ist beides wichtig, die Technik und auch der Nutzen, was die Windräder machen. Und darum möchte man das sehen, wie das da herum wächst. Und es ist außerdem nur das größte Windräder, was ich je gesehen habe. Und es taugt mir halt voll das Windräder. Seit über 30 Jahren entwickeln und produzieren wir Windkraftanlagen. Durch die Effizienz dieser Anlage ist es möglich, bereits bei sehr geringen Windgeschwindigkeiten von etwa 3 Meter pro Sekunde Strom ins Netz zu liefern. Bei etwa 11 Meter pro Sekunde erreicht die Anlage ihre Nennleistung mit 3 Megawatt.
Das Besondere an der Auffahrt ist die Steigung mit 15%. Da war es erforderlich, dass das Transportunternehmen die 72 Tonnen schweren Transporte mittels Vorspannfahrzeugen hochgezogen hat. Das ist so was Richtiges für Männer, sage ich einmal. 850 PS, 8 angetriebene Achsen. Die Gedanken formen die Realität. Und wir beginnen mit den Gedanken, die Realität eines Windparks zu formen. Und das ist das, was mich begeistert. Schwenken. Wenn du ganz leicht ansteuerst, bewegen sie 600 Tonnen und oben am Haken hängen 12 Tonnen. Mit 150 Meter Ausleger steht man da und dann fadelt man da den Flügel rein auf Millimeter. Das ist Wahnsinn. Der Windpark Mundelfing war eine Riesenherausforderung für uns. Es ist ja nicht alltäglich, dass eine Gemeinde einen Windpark errichtet. Besonders wichtig ist hier, dass alle an einem Strang ziehen. Und das Know-how und die gute Zusammenarbeit mit der Energiewerkstatt waren maßgeblich verantwortlich für das Gelingen des Projektes. Es steckt sehr viel Herzblut in diesem Projekt von vielen Mundelfingerinnen und Mundelfingern. Es braucht einen langen Atem, um viel Ausdauer und so ein Projekt umsetzen zu können. Ich bin überzeugt, dass wir hier ein tolles Projekt in die Welt gesetzt haben. Wir erzeugen hier saubere Energie im Sinne der nächsten Generationen. Vor 23 Jahren habe ich mit Freunden bei mir im Garten in Mundelfing eine Windkraftanlage gebaut. Diese Windkraftanlage hat 3 Meter Durchmesser gehabt und war wirklich eine Spielerei, aber ein Traum auch. Jetzt haben wir ein Projekt umgesetzt, das so viel Strom produziert, wie ein Viertel der Haushalte im Bezirk Braunau Strom verbraucht. Es ist natürlich für mich eine besondere Freude, dass es jetzt geschafft ist, das Projekt umzusetzen. Es war ein steiniger Weg dahin, aber gemeinsam haben wir das Ziel erreicht und somit ein sichtbares Zeichen gesetzt mit diesen Windkraftanlagen für erneuerbare Energie und somit auch für unsere nächste Generation was geschaffen und die Umwelt besser zu erhalten. Und ich glaube, dass auch andere Gemeinden gefordert sind, mehr zu dem Thema erneuerbare Energie beizutragen. Ich glaube, es ist noch vieles möglich.